Ich bin ein bisschen die Einheitscherin von Trennungsschützen da oben. Wir sind ein bisschen zeitlich begrenzt, dass wir dann zum Spaziergang können. Der nächste, den ich auf die Bühne bitte, ist der Herr Magister Gerald Hauser. Steiner holen haben sie zumindest am Haus einmal aufgeschnitten, doch auch nicht. Der Herr Magister Hauser hat für die Rechte aller Menschen in der Corona-Zeit gekämpft. Er ist seit vielen Jahren im Nationalrat für die FPÖ und ist auch Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und ich darf das Mikrofon jetzt an ihn übergeben und wir bitten, in 4 Minuten sich kurz zu halten. Also ich bin, grüß euch, servus, hallo. Ich bin ja Koma gewöhnt. Heute bekomme ich 4 Minuten im Parlament, 3 Minuten, aber ich überziehe immer auch immer das Doppelte. Ist doch richtig so, oder? Ja, liebe Freunde, zuerst ein riesengroßes Kompliment an euch. Es ist fantastisch, wie viele mutige Bürger heute nach Wien gekommen sind, von nah und fern. Ich habe gehört von Ungarn, Rumänien, aber auch von Deutschland und natürlich unsere Österreicherinnen und Österreicher. Super, großartig, dass ihr da seid. Hallo Wien! Also ich gratuliere zur Veranstaltung. Es ist absolut notwendig. Und ich möchte also beim Christian Deres, den ich selber wirklich bewundere, den großartigen EU-Mandatar, der ein Wort von mir gesprochen hat, nahtlos anknüpfen. Der Christian Deres hat es ja wirklich auf den Punkt gebracht. Das Recht geht vom Volk aus. Wir sind das Volk, wir sind die Wähler. Zeigen wir den Globalisten, auch in Österreich, den gekauften Globalisten, wer das Volk ist, wer die Macht hat. Und nächstes Jahr sind die EU-Wahlen, nächstes Jahr müssen sie auch die Nationalratswahlen, müssen sie abhalten, obwohl sie das ja nicht wollen, aber sie müssen es tun. Und schauen wir, dass wir da wirklich von der Bevölkerung aus ein klares Signal setzen in Richtung Schluss mit dem Wahnsinn. Hör mal auf, machen wir endlich Politik, eine gescheite, eine vernünftige Politik für die Bürger und nicht für die Globalisten. Man an sich wollte heute auch über die Weltgesundheitsorganisation reden, aber mein Freund der Dr. Philipp Kruse und der Christian Deres und so, die haben ja das auch schon abgehandelt. Ich möchte es in einem wesentlich größeren Rahmen heute einmal ansprechen. Derzeit läuft ja auf allen Ebenen ein Putsch der Globalisten gegen das Volk ab, liebe Freunde. Und ich ziehe da nur ein paar Sachen aus. Wer tut denn damit? Nicht nur die Weltgesundheitsorganisation mit dabei, ist die UNO natürlich. Es sind die Zentralbanken mit dabei, die multinationalen Konzerne mit dabei, es ist das World Economic Forum von Klaus Schwab mit dabei und. Es sind die Mächtigen dieser Welt, die sich das Recht und die Politik gekauft haben. Aber bitte, ich habe heute ein paar Mal hier gehört, die Politik. Liebe Freunde, es gibt die Politik nicht. Es gibt überall mutige Persönlichkeiten, beginnend beim Europäischen Parlament, wo es Supermandatare gibt, die auf eurer Seite stehen, bis hin zum österreichischen Nationalrat. Und ein bisschen Selbstwerbung muss ich jetzt wohl machen. Wir waren bitte 3 Jahre die einzige Partei, die freiheitliche Partei, mit unserem Volkskanzler Herbert Kickl, der auf Seiten der Bevölkerung, auf Seiten der Bürger gestanden ist, liebe Freunde. Das muss auch einmal gesagt werden. Wisst ihr wieso? Weil wir rund um die Uhr auch dafür angegriffen werden, weil wir auf der Seite der Bevölkerung stehen. Das ist nicht so einfach nur zu sagen, also wir sagen das. Glaubt mir, wir werden zugeschüttet mit Hasspostings, mit E-Mails, mit Hass auf der Straße und überall. Aber wir haben natürlich überall Freunde. Und zu mir sagt man, Hauser, dass du heute hier bist, ohne Polizeischutz. Da sage ich, ja, ich habe da 10.000 Schützer. Die beschützen mich doch alle, bitte. Ich brauche keinen Polizeischutz. Die Bevölkerung ist auf unserer Seite. Wir machen Politik für die Bevölkerung. Und deswegen gehen wir unter die Bevölkerung, weil wir die Bevölkerung nicht fürchten, sondern weil wir
unser Ohr bei der Bevölkerung haben und deswegen wissen, wo es drückt. Also ihr seid einfach super und wir müssen stärker werden. Das ist das Entscheidende, damit wir das, was sie geplant haben, das chinesische Sozialkreditsystem, damit wir das verhindern können, mit einer Verpunktung von dessen, was wir tun, sondern auf dem Motto, wenn du nach oben kriegst du Pluspunkte und wenn du eine eigene Meinung hast oder bei Rot über die Ampel gehst, kriegst du Minuspunkte. So dürfen wir uns die Freiheit nicht nehmen lassen. Stehen wir gemeinsam auf, liebe Freunde, schauen wir, dass wir diese Politik der Globalisten keinesfalls zum Durchbruch verhelfen. Wir müssen das stoppen. Und lasst mir das jetzt in aller Kürze zusammenfassen, was der geschätzte Arzt, der Dr. Wolfgang Wohler, im Parlament auch ausgesagt hat. Was läuft momentan ab? Inflation. Es ist geplant, das Bargeld abzuschaffen. Das wissen wir. Es ist geplant, die Zentralbankwährungen, damit die komplette Unterjochung von uns durchzusetzen. In dem Moment, wo wir kein Bargeld mehr haben, Bargeld ist gelebte Freiheit, wissen Sie, was wir mit dem Geld tun? Sie wollen haben, dass wir alle nur mehr ein Konto bei den Zentralbanken haben und dann das tun, was die menschlichen, sprich die Zentralbanker wollen. Wir wollen das nicht, das müssen wir verhindern. Nicht nur die geplante WHO-Diktatur, wir müssen auch die geplante Abschaffung des Bargeldes verhindern, liebe Freunde. Wir müssen die Abschaffung der Souveränität der Staaten verhindern. Wir müssen das permanent, die Herbeireden der Klimakatastrophe verhindern. Wir müssen also es schaffen, dass auch über das Geoengineering gesprochen wird. Schauen wir uns doch bitte auch das Wetter an, das unter Anführungszeichen gemacht wird. Also alles Punkte. Es gibt Anschläge auf allen Ebenen gegen uns, gegen die Bevölkerung und deswegen braucht es nächstes Jahr bei allen Wahlen ein ganz ein starkes, klares Signal, dass das Recht, so in der Bundesverfassung festgehalten, wieder vom Volke, von der Verfassung, von den Bürgern ausgeht. Lassen wir uns dieses Recht nicht nehmen, liebe Freunde. Wir müssen schauen, dass wir die neuen, die alternativen Medien stärken. Es kann doch nicht sein, dass der Mainstream über so eine Veranstaltung mit keiner Zeile berichtet. Wo ist denn da die Berichterstattung, die faire, die objektive, die korrekte Berichterstattung? Die gibt es doch schon nicht mehr. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns zusammentun, um es zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Gemeinsam müssen wir stärker werden. Danke fürs Kommen. Alles Gute. Danke schön, Gerald. So.